Sehr gut. So, Daria. Bist wirklich hier? Ich hatte nach dir gefragt, ich hatte die Wächter gefragt, nein, die Betreuer? Dieses Zimmer fühlt sich wie ein Käfig an. Und jetzt wurde mir gesagt, dass ich frei sei. Frei? Ungewiss. Diese Freiheit könnte doch nur ein Trick sein, dachte ich. Ein Trugbild des Lichts, ein verzerrter Spiegel, ein... Nein. Du bist hier, Maggie. Ein Magie. Ich bin... Ich... Danke, dass du gekommen bist. Ich habe mich seit unserem letzten Treffen verändert, Stella. Wird's jetzt ein wunderschöner Schmetterling? Weißt du, ich bin auf einem Ozean verschollen, einem, den ich selbst erschaffen habe. Und mir ist klar geworden, dass... Ich bringe die Wörter nicht heraus. Ich rufe sie über die endlosen Wassermassen, wo sie zu Flüstern verkümmern und zu unbedeutenden Kräuselwellen. Und ich glaube, dass du sie trotzdem hören kannst. Du hörst zu. Du weißt, wie man zuhört. Du kannst die sternenlosen Nächte des Ozeans erhellen. Das Instrument, das du mir geschenkt hast und... Du erinnerst dich an mein Lied, nicht wahr? Bitte, geh nach draußen und spiele es. Es wird mir den Weg weisen. Ich glaube, dass du es verstehen wirst. Flauschig und weich. Warte mal. Du magst frisches Obst. Sonstiges magst du nicht. Was ist das Lieblingsessen von Daria? Weil ich glaube nämlich, die ist es dann weg. Ich muss mal ganz kurz. Ich will wissen, was Daria am liebsten mag. Vielleicht habe ich es ja gerade da. Ja, das ist jetzt gerade mal ein bisschen cheaten. Aber ich nehme mir das jetzt mal raus. Na, okay, das ist einfach. Äpfel. Knusprig, säuerlich, süß. Ein Apfel. Eine unermessliche Frucht. Die Essensanimation ist ja mal cool. Von ihrer Blume kommt so eine lange, was ist das, so ein Blütenstängel raus, an dem sie sich hinhängt, kopfüber und es ist. Das ist doch cool. So, wir gehen nach draußen und spielen das Lied. What? Alter, was? Als du den Turm zum ersten Mal erklommen hast, hast du nur ein zerbrechliches Ding gesehen, das Pflege und Mitgefühl benötigte. Die stählernen Fesseln, mit denen der Riese mich ruhig gestellt hatte, blieben dir verborgen. Du konntest auch das ungestüme Meer darunter nicht erkennen. Und wie es immer wütender wurde im Einklang mit den Launen des Riesen. Nein, du konntest den Schmerz sehen, aber die Wunde hast du vernachlässigt. Ja, so ist es, wenn du Menschen mit Drogen zuballerst, nur um sie ruhig zu stellen.
So ist es also keine Überraschung, dass du nicht auf die letzten Todeskrämpfe des Riesen vorbereitet warst. Auf seine Begegnung mit seinen eigenen Dämonen, die seinen Willen brechen würden. Deine Verwirrung war vorhersehbar und verständlich. Als das unsichtbare und dennoch tobende Meer mich davon schwemmte, wo ich unvertäut und schwer in die tiefsten Tiefe sank. Oh. Ah, da kam er ja. Nein. Diese Tiefen waren mir nur allzu vertraut und ich hatte gehofft, sie nie wieder aufsuchen zu müssen. Dort trieben sich allerlei grausame Bestien herum, mit Zähnen, Klauen und Schuppen, voll unstillbarem Hunger auf Schmerz und Leid, auf Zweifel, Erinnerungen und den Verstand. Auf jeden letzten Krümel. Um zu überleben, schlug ich derart wild um mich, dass ich meine Fesseln abschütteln konnte, auch dabei büßte ich auch Teile meiner selbst ein. Und wie zu erwarten war, wurden sie sogleich von den Bestien verschlungen. Da ich nun leichter war, stieg ich an die Oberfläche zurück und ließ die Bestien weit hinter mir. Dann hoben mich sanfte Hände aus einem noch sanfteren Meer. Dort lag ich nun, umgeben von zerbrechlichen Gestalten, weder gut noch böse, und grübelte über ein Bild nach, das sich in meinen leeren Geist eingebrannt hatte. Denn durch das Gewirr an Bestien erblickte ich ein seltsames Glimmern. Überbleibsel und Wracks früherer Reisen voller Schätze aus einer längst vergessenen Vergangenheit. Strahlende Sprungfeder. Kaufe neue Artikel am Verkaufsautomaten, das kriege ich hin. Ich kann mit dir gerade nicht reden. Komm, das machen wir jetzt noch. Sieben, acht, neun, zehn und runter. Da gibt's gerade nichts Neues. Hey! Was hast du getan? Ernsthaft? Nun sag schon, Daria scheint wirklich eine Verbindung zu dir zu haben. Ich habe sie noch nie so lebhaft gesehen. Keine Ahnung, wie du das angestellt hast, aber es hat ein wahres Wunder bewirkt. Und eins noch, was ist mit dem Overbrook los? Ich arbeite hier schon seit Ewigkeiten, es hat sich nie was geändert. Seitdem du hier aufgetaucht bist, gehen hier merkwürdige Dinge vor sich. Gerade noch geht alles den Bach runter, der Strom fällt laufend aus, wir haben Ratten, die so groß sind wie Hunde, ständig regnet es und plötzlich, simsalabim, alles wird besser. Oder ist wenigstens weniger schlecht. Weißt du, es ist irgendwie... Ich kann immer noch nicht schwimmen, aber immerhin versuchen keine Monsterratten mir die Füße abzuknabbern. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du und dieser seltsame Verkaufsautomat hinter diesen ganzen Veränderungen steckt. Guck nicht so, ich mein's ernst. Hör zu, ich habe ihn nie selbst benutzt. Ich glaube nicht an Geld und an das Konzept, erwähnt das Geld auszugeben. Aber immer, wenn du ihn benutzt, passiert irgendwas Merkwürdiges. Eher Gutes als Merkwürdiges. Trotzdem ziemlich merkwürdig. Deshalb dachte ich, dass du alles geben und einen Haufen Kram aus diesem Verkaufsautomaten kaufen solltest. Lass alle Hemmungen fallen. Wenn er diesem Krankenhaus auf magische Art und Weise neues Leben einhaucht, will ich dem nicht im Wege stehen. Außerdem würde es vielleicht Daria und alle anderen in dieser deprimierenden Hölle aufheitern. Ich möchte dich nicht aufhalten. Genieße deine Snacks.
Ich drücke die Daumen, dass merkwürdig gute Dinge passieren. Shopping Hall am Einkaufsautomaten. Mhm. Strahlende Sprungfedern. So, was ist jetzt passiert? Was hat sich geändert? Hier ist noch alles gleich. Hier sind jetzt auch... Seht ihr das? Hier sind jetzt auch so so Post-its. Sehr cool. Spiele Darias Lied irgendwo beim... Was? In der Nähe des Haupttransformators. Hier ist der Haupttransformator. Nein, warte. Da oben drauf. Mal gucken, was jetzt passiert. Das will ich jetzt noch wissen. Okay, wir haben nochmal einen Traum. Eine Erinnerung hat sich so tief eingebrannt, dass ich sie niemals vergessen könnte. Der Tag, an dem ich den Lärm zum ersten Mal wahrnahm. Zuerst nur ganz leise, dann lauter und immer lauter. Plitsch, platsch. Wassertropfen in der Ferne, die nur ich hören konnte. Vielleicht erachtete ich sie als ein Zeichen. Dafür, dass ich nicht mehr in die warmen Räume des Familiendomizils passte. Daher machte ich mich auf, um die Quelle des Lärms zu finden. Zu Beginn meiner Erkundungsreise war das Land friedvoll. Ich erinnere mich an weiches Gras und den zarten Wind. Ich folgte dem Geräusch der Tröpfchen und achtete dabei nicht auf das Wasser, das rings um meine Füße anstieg. Schon bald wartete ich durch schlammige, düstere Fluten, umgeben von einem dichten Nebel, und jaulen, knurren und schimmern. Ziemlich cool gemacht. Oh, wow, ist das denn? Ah, ich verstehe. Nein, 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 nein. Aus dieser Zeit habe ich kaum Erinnerungen. Eine ewig andauernde Landstreicherei. Kein Tauchgang kann diese Erinnerung je wiederherstellen. Sie wurden weggewischt, bis auf die Knochen abgenagt, so als ob sie niemals existiert hätten, als ob sie durch die Risse in der Zeit gefallen wären. Dennoch gab es sie, der Schlamm und die Kratzer zeugen davon. Das Wasser steht nun so hoch, dass nichts hindurchdringt. Ein endloser Ozean, unerträglich ruhig.
Der Schlamm hat sich gelegt und das Wasser ist reiner als jemals zuvor. Das Plätschplatsch ist verstummt. Ich kann nur noch nach unten und deswegen tauche ich. Aber ich muss vorsichtig sein, bedächtig, damit ich den Schlick, der im Lauf der Äonen zu einer friedlichen, jedoch brüchigen Decke geworden ist, nicht aufwühle. Okay. Ja komm. Vier strahlende Sprungfedern. Lose Gewürze. Das machen wir jetzt. Das reißt mich sonst zu stark raus, wenn ich das jetzt nicht an einem Stück mache. Spiele Darias Lied irgendwo in der Cafeteria. Schaut euch mal an, wie gut das jetzt ausschaut. Warte mal, schaut es da hinten jetzt auch anders aus? Hier hinten ist es noch eine Ruine. Aber ich glaube, die schaut sogar schon besser aus. Kann mich natürlich auch täuschen. Warte mal, oh. Du machst O. Oh. Du! Du bist doch dieses Laufmädchen von neulich. Du bist ständig auf Achse und erledigst Besorgungen für andere. Hör zu, du hast mich hierher gebracht. Da will ich ja gar nicht meckern, aber ich habe ein Problem. Spitz die Ohren, wie auch immer du heißen magst. Ich habe mein Penthouse letztlich doch nicht verkauft. Der Immobilienmarkt ist derzeit ziemlich instabil. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht, dass du dich um meine Wohnung kümmerst. Darum geht's nicht. Mein Problem ist meine Sammlung exotischer Vögel. Sie können nicht längere Zeit alleine sein, sonst werden sie nervös. Außerdem haben ein paar davon, sagen wir mal, spezielle Bedürfnisse. Du musst eine Art Babysitter für meine Vögel finden. Einen Vogelsitter. Jemand, der Flügel und Schnäbel mag, würde ich sagen. Warum ich mich nicht selbst darum kümmern kann? Naja, ich bin ein reicher und vielbeschäftigter Arzt. Ich kann nicht mitten während meiner Operation davonrennen, mit blutverschmierten Händen. Wenn ich weg muss, um meine Vögel zu füttern, wer wäscht dann meine blutigen Hände, wenn ich nicht im Krankenhaus bin? Muss ich mich ständig von einer Assistentin begleiten lassen? Nur weil meine Vögel täglich gefüttert werden müssen? Wohl kaum. Diese Assistentin hat ihr eigenes Leben. Sie hat Dinge zu erledigen und Orte aufzusuchen. Warum möchtest du meine Assistentin dazu zwingen, so viel zusätzliche Arbeit zu übernehmen? Wenigstens einmal im Leben solltest du auch mal an andere Leute denken. Also hör zu. Du musst zwei Dinge für mich erledigen. Zuerst musst du ganz besondere Leckerlis für meine lieben Vögel besorgen. Mit Kirschen fährst du am besten, hab ich. Die sind vermutlich die einzig gute Sache in dieser Welt. Und dann? Hier wird es kompliziert, also pass gut auf. Du musst jemanden finden, der sich gut mit Vögeln oder Echsen oder was auch immer auskennt. Bug! Jemand, der einmal pro Tag in mein Penthouse geht und sich um meine Vogelarmee kümmert. Ein Kollege hat mir von einem Dienstanbieter in Edgeboro Lane erzählt. Irgendwas mit Echsenkönig? Ich habe nicht wirklich zugehört. Vielleicht kannst du dich dort mal erkundigen. Meine Vögel müssen versorgt und verhätschelt werden. Ist das in unseren modernen Zeiten denn zu viel verlangt? Okay. Ja! Du musst uns helfen. Die Küche ist eklig. Ich habe hier nichts, womit ich arbeiten kann. Die Pfannen sind älter als meine Großmutter. Sie sehen aus, als hätten sie den großen Krieg überlebt. Mir ist schon klar, dass ich kein echter Koch bin, aber ich habe Standards. Du musst uns irgendwie helfen. Oh, wow. Tut mir leid, dass ich dich so angebrüllt habe. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist. Junge, es ist doch nicht mal dein Problem. Hör zu. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wir müssen hier ordentlich kochen können. Bisher haben wir nur irgendwas serviert, das wie Hundefutter aussieht. Und zwar nicht die Premium-Marke, sondern das Zeug aus dem Rabatteimer. Wir haben kein frisches Obst und Gemüse. Alles ist getrocknet und ewig haltbar. Nicht einmal die Raccoon Inc. Bergbaugesellschaft war derart grausam. Die wussten immerhin, dass es gut fürs Geschäft ist, die Angestellten zu ernähren. Eine Portion pro Tag und Skorbut hat keine Chance. Das hier ist aber einfach nur inakzeptabel. Hier habe ich das schlimmste Essen meines gesamten Lebens gekocht. Ich brauche deine Hilfe. Du musst frische Zutaten für mich auftreiben. Und die Vielfalt darf auch nicht zu kurz kommen. Aus alten Zeitungen und Toilettenwasser kann ich nun mal kein Brot backen. Das funktioniert einfach nicht. Ich möchte die Leute hier nicht noch kränker machen, als dass sie ohnehin schon sind. Sie brauchen ordentliche Mahlzeiten, damit es ihnen besser geht. Gerichte, die ihnen Lebenssaft einflößen.
Gut, hier ist eine Liste mit allem, was ich brauche. Aber knausere nicht mit dem guten Zeug. Das würde mir wirklich aus der Patsche helfen. Bereite hier diese Pampe zu, die nach überhaupt nichts schmeckt. Werde mal tief durchatmen und wenn du wiederkommst, werde ich etwas ruhiger sein. Versprochen. Ich hab die Sachen schon alle. Danke. Das richtige Gewürz. Mir fehlt zweimal Reismehl. Wow. So. Dieses Wrack liegt zwischen den Riffen und dem Schlamm verborgen. Nur ein schwaches Schimmern deutet überhaupt auf seine Existenz hin. Es liegt auf der Seite, aufgegeben und vergessen. Doch wenn ich mich nähere, höre ich den Lärm. Fröhliche und traurige Stimmen, verspielte Klänge und Geräusche. Im Schiff leben zahlreiche gesichtslose Schatten. Mutter und Vater, unbändige Brüder und Schwestern. Eine Kakophonie, die ebenso lockend wie schauderhaft ist. Warte. Ich weiß wie. Muss man es timen? Gut. Einen der Schatten kann ich nicht zuordnen. Er ist unbeständig und atonal, ohne Substanz. Er hat eine grauenhafte Beschaffenheit, die ich nicht begreife und er scheint sich aktiv dagegen zu wehren, in den Fokus zu geraten. Ich muss mich selbst davon überzeugen, ihn als das zu akzeptieren, was er ist. Ein Echo eines früheren Selbst. Ein Überbleibsel, die nicht von den Tiefen verschlungen wurden, die noch nicht einmal von den Tiefen ahnen. Ein Schatz unvergleichlichen Werts. Ich stelle mich ihm mit vorsichtiger Neugier. Das ist so cool gemacht. Nein, 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 nein. Bewegungslegastheniker. So. Und plötzlich bin ich erfüllt von Traurigkeit. Ich erkenne oder erinnere mich an eine essentielle Wahrheit, die ich vielleicht lieber vergessen würde. Das Gemälde vor mir verströmt chaotische Glückseligkeit. Eine Familie, die von Konflikten und Gelächter zusammengeschweißt wurde. Hoppala. Nein. Nein. Verschwindet gleich. Na komm schon. Na? Okay. Ich muss jetzt auf das drauf. Geht das zweite auch aus? Nein, das in der Mitte bleibt da. Ich habe ja mit viel gerechnet, aber nicht damit, ne?
Wenn ein allmächtiger Maler dieses Bild eines Tages beurteilen müsste und den grauenhaften, einsamen Schatten daraus entfernen würde, würde sich an dieser Bildkomposition nichts ändern. Unbemerkt und unberührt. Okay, wir können das letzte kaufen. Cracker für Tiere. Okay. Krass, dass so viel auf einmal kommt. Und so einem Charakter, wo man eigentlich gar nicht wirklich viel erwartet hat. Nachdem ich eine Ewigkeit herumgetrieben bin, wurde ich hier aufgenommen. Du hättest mich nicht wiedererkannt. Von der Sonne verbrannt, volle Risse, die Nähte zum Zerreißen gespannt. Ein Geist, der mit trüben Gedanken über das Selbst und das andere überladen war. Nutzlose Trümmer aus den Tiefen. Hui! Okay. Alter! Nein! Oh. So wie getting over it. So. Sie fesselten mich hier mit groben Verteuungen, wenn ich brüllte und mich schlug und tobte, strafften sie einfach nur die Fesseln. Gefühllose Methoden, aber wirkungsvoll, wie ich lernen musste. Und obwohl sie den wütenden Ozean nicht sehen konnten, mit seinen Böen und Stürmen und seinen Wellen, die ich einatmen musste und die mich verletzt und kränklich zurückließen, schienen sie zu verstehen, dass ich nicht sinken durfte. Diese Reise würde ich nicht überleben. Es ist halt 1:1, wie eventuell eine Person mit Drogen ruhig gestellt wird, die zum Beispiel Autist ist. Das muss ich anders timen. Die sind zwei Takte da. Ja. Zwei. Jetzt gehen sie wieder aus. Uiuiui. Die Dinge haben sich geändert. Die neuen Pfleger sind anders. Nahezu lautlos. Sie bewegen sich voll Anmut. Sie tragen weiche Handschuhe und samtene Schuhe. Sie beschäftigen sich nahezu unbemerkt in meiner Umgebung. Eine unsichtbare Armee aus Schatten und geisterhaften Dienern. Sie sorgen unaufhörlich dafür, dass es mir an nichts mangelt. Es ist halt wirklich wie Autismus. Und an? Ja. Nein! Nein! Mist. Zu hektisch und Internet!
Dunsteller gibt es dich. Verteuerungen, aber einer anderen Art. Du bist die Einzige, die das Meer versteht. Du weißt, dass man es nicht fürchten, sondern als ein Wunder feiern muss. Ein Schrein voll seltsamer und fremdartiger Schätze, überwältigend in ihrer jenseitigen Pracht. Nur du kannst diese merkwürdige Welt mit mir erkunden. Du bist Anker, Boje und Rettungsleine zugleich. Danke, Stella. Wow. Bleibst du jetzt da? Oh, Zucker. Jetzt quatsch mal mit dem noch mal. Wow, dieser Ort ist kaum wiederzuerkennen. Alles ist jetzt auf gute Art beige. Es ist immer noch nur ein Krankenhaus. Und siehst du, ich hatte dir ja gesagt, dass dieser Verkaufsautomat irgendwie magisch ist. Ich freue mich natürlich darüber, aber das ist schon ziemlich gruselig. Was? Ein allmächtiger Snackautomat, der die Gesetze der Physik beeinflussen kann? Das findest du nicht gruselig? Du hast recht. Was rede ich denn da? Das ist unmöglich. Ich brauche vermutlich nur eine Brille. Ja, genau. Ich bin einfach nur blind. Das Overbrook ist ein stinknormales Krankenhaus und ich habe schwache Augen. Dann werde ich das nicht mehr hinterfragen. Danke. Wow. Okay, krass. Ist das irgendwas Neues noch drin? Ja. Wutsch. Ja, das wollte ich kaufen. Du hast meine geliebte Portion Murias klebriges Toffee gemopst. Das war wie für mich gemacht. So ein Pech. Meistens bleibt es im Automaten stecken, weil es so klebrig ist. Oh, ich habe so viel Zeit und Mühe darauf verschwendet, um an dieses leckere Toffee zu kommen. Und du bekommst es einfach beim ersten Versuch. Das ist nicht fair. Gib es her. Bitte, bitte, bitte. Hör zu. Ich will dir einen Tausch vorschlagen, okay? Vielen lieben Dank. Nur Muriels klebriges Toffee lindert meine Zahnschmerzen. Ah, süßes Zahntoffee. Okay, und jetzt können wir das letzte kaufen. Thank you. Ist jetzt alles gekauft und alles geändert? Der Leuchtturm schaut jetzt anders aus. Na, hier hinten ist es immer noch eine Ruine. Hey! Ob es mir hier im Overbrook Krankenhaus gefällt? Nicht wirklich. Alle sind so gemein zu mir. Sie geben mir fiese Namen, wie zum Beispiel Mülli oder Haufen. Weißt du? Namen, die was mit Abfallbeseitigung zu tun haben. Das hast du sicher schon selbst erkannt. Ich sammle gern den Abfall von anderen Leuten ein, aber es schmerzt trotzdem. Es gefällt mir nicht, wenn Leute mich mit Schimpfwörtern anreden. Ich nehme an, das würde den wenigsten gefallen. Mein Job wäre echt super, wenn die nicht dauernd Müll über mich reden würden. Jetzt fange ich auch schon damit an. Ich möchte nur, dass sie mich mit Respekt behandeln. Oder wenigstens nicht mehr mit mir reden. Könntest du ihnen sagen, dass sie damit aufhören sollen? Das würde mir schon ein wenig das Leben erleichtern.
Okay. Wir haben jetzt so viel für dieses Krankenhaus zu machen. Wir machen jetzt einen Cut. Da machen wir das nächste Mal weiter. Und ich glaube, das nächste Mal wird dann tatsächlich der letzte Stream sein von Spirit Pharaoh.